hat die Miba, PC MS hat Biber.map ausgewählt. Biber? Das ist bestimmt eine Map, die auf Justin Bieber aufgebaut ist, wo du, keine Ahnung, ihn verunstalten musst oder so. Ja, und jetzt hat er die Map Swamp Matrix. Die Map verunstalten, okay. Ich spiel eine Swamp Map? Okay. Das ist, das ist bestimmt eine AOD vielleicht oder so. Ja. Wir haben unsere eigene AOD, die ist viel geiler. Wo hast du die jetzt eigentlich? Guck mal, die ist voll schnuckel, nicht. Zwei Mini No Money Map. Das mit dem No Money ist wirklich, ne? Echt jetzt? Es gibt kein Geld dort. Alter, es gibt nur die Öltürme, die du da siehst, mehr auch nicht. Und warum? Ich will ja nicht mal Öltürme, weil ich die Map nicht habe. Ah, stimmt ja. Oh, das mit dem. So. Also, was wähle ich aus? Normalerweise würde ich sagen, ein Lasergeneral, aber dann rastet das Spiel aus. Alles mit USA fällt weg. Das ist kacke. Das ist problematisch ein bisschen. Beate ist scheiße. Zufälligerweise ist das von der USA nämlich das, was ich gerne spiele. Hör das gar nicht mehr an. Willst du jetzt ernsthaft den Infanteriegeneral spielen? Oh, nö. Ich weiß, dass ich nicht spiele. Yeah, so die Skondel nicht da, das es gibt jemanden, der rumheulen kann. Oh. Übrigens, was geht, Leute, was läuft und so? Wir machen jetzt hier irgendwie so ein kleines Mini-Match, weil Beate muss seinen scheiß Laptop neu starten, muss die Probleme machen, muss das Problem machen. Und Gondel macht noch ein League of Legends Spiel, also bis die kommen, machen wir irgendwie so eine scheiß Mini-Kacke hier. Übrigens, wir haben sehr viel Platz auf der Map, also. Guck, voll viel kommen Platz. Kommen sie alle von oben oder kommen sie von links? Alle von oben. Ist die Frage, wo, ne? Von oben, ne? Willkommen zu Happy New Toxic Year. Ey, bau doch dein scheiß Kraftwerk nicht so weiter hin. Ach, warte mal! Ach, Leute, ist doch wie klein ist die denn? Das war die kleine von der kleine Puff hier. Das sah auf der Minimap voll groß, auf der Map voll groß ausmachen. Ja, genau. Oh Mann. Bei mir steht da überall ein Missing. Da macht ja nichts draus. Bei mir stand Happy New Toxic hier. Ja, wahrscheinlich, weil ich die Map jetzt erst runtergeladen habe. So. Ich hab so ein bisschen Platz hier. Waren wir unten uns auf oder hier oben? Ach, ich find's hier unten viel schöner, gemütlicher. Ne? Ich weiß genau. Was heißt die Counter Time da unten? Was heißt das? Time to win steht da. Ah, okay, gut. Bei mir steht ja nur Counter Time. Vielleicht muss ich ein Geldgebäude bauen, nur dass wir Geld haben. Stell dir vor, das müsstest du eventuell, muss man aber nicht. Du musst es machen, aber du kannst natürlich auch darauf verzichten. Steht auch irgendwo ein Timer bei dir, wann das startet? Nein. Jetzt kommt, das startet einfach gar nichts. Doch, doch, das startet schon. Ich habe ja eben schon ein bisschen angespielt. Die erste Welle ist eine Soldatenwelle. Na cool. Ich habe aber keine Ahnung, ob da Artillerie kommt oder so. Wie man sich hier übelst einquetschen muss, das ist so dumm, Alter. Er baut die Waffenfabrik. Wo baut er denn die Waffenfabrik hin? Ich hab mich gerade echt gefragt, wo ich sie hinbauen soll. Alter, ist das hier eng, ey. Junge, mach dich mal nicht so fett hier in meiner Basis, Alter. Kommt
die Welle oder was tagt ihr so lange? Ich hab voll lecker Bonbon im Mund. Hört man? Ein bisschen, ne? Ja, ich hoffe, das freut dich. Ja! Wie ein kleines Kind. Kann man nicht das MG-Upgrade holen? Aber ich bin der Tank-General. Oh, stimmt ja. Oh, fuck. Ich dachte gerade, ich würde Infanterie-General sein, aber bin ich ja gar nicht. Guck mal, wie er mir nachbaut, Alter. War ich? Wo denn? Guck mal, meine, guck mal, wie viele Bunker ich da reingequetscht habe und du. Weißt du, guck mal, wie viele Bunker ich da reinbekommen habe? Ja, eine einzige Artillerie reicht aus und dann fliegen gleich drei Bunker auf einmal bei dir hoch. Ja. Ja. Aber ich habe ja nicht nur einen Bunker da, deswegen habe ich ja da direkt 50 gebaut, weißt du? Willst du diesen Ultium gar nicht haben da unten? Soll ich den einnehmen oder was? Welchen Ultium da unten? Ach, da stehen. Zwei Ultiume stehen da. Ach so, da unten, die nehme ich natürlich ein, die unten da sind, aber ich weiß nicht, wo du meinst. Du meinst die unten, oder? Du meinst die andere? Du, die Welle kommt. Toll. Hast du gerade dieses Geräusch gehört? Dieses. Das war nicht zu überhören, ja? Ja, das war das Geräusch, dass jetzt die Welle gekommen ist. Das ist ein sehr schönes Geräusch, ich weiß. Kann ich Atombomben bauen? Okay. Ausnahmsweise mal ja. Ja, aber du baust ja nicht, ich dachte gerade, du willst meine Waffenfabrik zubauen. Ja klar, ich baue da ganz viele Kraftwerke jetzt vor deiner Waffenfabrik hin. Ja. We will be generous. With? Ich muss sagen, bis jetzt geht die Map ja richtig ab, ne? Ja. Da fliegt dir das Blech weg. Das hätte ich nicht so, hätte ich nicht damit gerechnet, sag ich dir. Ah! Ich find's scheiße, dass man den nicht sehen kann, wie weit das Ding schießen kann. Bam! Das tut mir jetzt leid, das war gerade mein Handy. Dein was? Mein Handy hat gerade Geräusche gemacht, das ist egal, du redest einfach. Alter, diese scheiß verfickten Nuklear-Geschütze, ne? Kommen da gerade welche? Achso, nee, also. Hast du dich schon mal gefragt, wie man hier ein Flugfeld bauen soll? Gar nicht. Ist ein bisschen schwierig. Glaubst du das wahrscheinlich nicht, aber ich würde gerne diesen Platz behalten. Wo ist denn der zweite? Die beiden Öltürme ist die einzige Geldquelle, oder ist da oben rechts? Nee, ich glaube, das war's. Wow. So viel Platz zu bauen! Endet mein Ölturm ein, du kleiner Flachwichser! Tut mir leid. Schluck! Infanteristen? Schluck Granaten! Klirsch! Alter, hast du eine kleine Basis, Mann. Ist unsere nicht gleich groß, dachte ich. Ja, bau doch mehr. Ey, 2-Sterne-Rang, geil. Muss halt mal gucken, wo ich meine Hacker reinbaue. Da. Reinbaue? Ja. Jetzt investiere ich das restliche Geld, was ich habe, sinnvoll in eine Atomrakete. Warum kannst du eigentlich Artillerie bauen, ich aber nicht? Welche Artillerie? Du hast deine Nuka-Dinger da, aber ich kann meine Flammendinger nicht bauen. Infernalgeschütze? Ja. Da kann ich sie nicht bauen. Ich kann die bauen! Wow. Das ist so geil wieder! Sag ich jetzt einfach mal nichts von mir zu. Mal gucken, ob ich damit irgendwann mal was predicten kann hier. Oh, guck mal, Kampfjeeps!
Nicht nur das, es kommt auch er jetzt. Jetzt geht's doch schon mal ein bisschen mehr ab hier. Hallo, kannst du dich mal zusammen aufklappen und schießen? Danke. Und sogar schön flüssig. Ja, ist auch kein großes Ding, zu zweit. Bam! Du warst Panzergeneral, ne? Ja. Deswegen ärgert mich das, dass ich keine Artwerk habe. Ich kann aber Overlords kann ich bauen. Ach so, du bist ja Panzergeneral. Ich dachte, du wärst Dingsgeneral Infanterie. Das wäre, dann könnte ich wieder hier mal einen Nigerner bauen. Nee, Infernalgeschütze kann der Panzergeneral morgen in einer Stunde nicht bauen. Das ist normal. Wow. Der hat gar keine Artillerie. Oh Mann. Deshalb macht der Panzergeneral auch am meisten Spaß, wenn du gegen den dann kämpfst. Weil du dich übelst einbuggert kannst. Ich habe keine Ahnung, was diese Flugzeuge bringen sollen, ne? Damit die Gatling-Geschütze wahrscheinlich nicht auf die Infanteristen gehen oder so. Irgendwie so. Aber ist ja 6 Hacker, mehr kann ich mir nicht leisten. Wie viel hast du? Ein paar mehr. Wow, ich hasse dich. Wie viel hast du denn? Oh, da die sieht man gar nicht mehr. Einfach das Unterfeld. Ey, das ist auch nur 6, Mann. Du hast da unten 6. Ach, du hast ein Hackerzentrum. Oh, ja. Das habe ich auch voll. Ich stelle mir die Fähigkeiten ready hat, wenn es nicht in Slow Motion läuft, ey. Ja, außer diese komischen fetten Lex-Bikes hier ab und zu. Jetzt ja, zum Beispiel. Mini, du meinst immer, ja. Strahlung for the win, bitches! Wie teuer ist das Hackerzentrum? 2500, oh Gott, ich glaube, da ist kein Platz mehr für. Kann ich nicht theoretisch jetzt schon mein Supply Depot verkaufen? Oder brauche ich das noch für irgendwas? Eigentlich kannst du es verkaufen. Ja, gut, dann verkaufe ich es. Brauche ich ja nicht. Brauchst du ja nur, falls du mal Gebäude verlierst, dann kannst du keine Waffenfabrik mehr bauen. Eben, deswegen ja. So, ja, paar reicht, okay, perfekt. Ich kann mein Hackerzentrum hier unten bauen. Da kommen Bomben-LKWs, juhu! Erstaunlicherweise wollen sie immer links auf die Artillerie drauf zufahren. Ja, ja, genau. Aber da geht's doch gar nicht hoch, dachte ich. Das geht so lange gut, bis die Flugzeuge, bis die feindliche Artillerie kommt. Ich habe das Gefühl, dass die Artillerie noch kommen wird und dann haben wir ein kleines Problem. Ach. Momentan läuft's ja. Hm. Ja, verrennen die Propagandatürme auch Gebäude? Nee, nur Panzer. Ja, nur Panzer. Seit wann sie reparieren sollen, die denn Dings reparieren? Ich frag mich, ob Game Over ist, sobald eine Einheit da unten ankommt, ne? Ich hoffe nicht. Oder Flugzeuge haben wir jetzt nicht so viel. Was soll ich kannst du gegen die Flugzeuge? Ach, du hast ja 5000 Gatling-Tonnen. Der hat mein Gatling-Panzer leer geschossen. Ach, das sind auch schon die ersten Raketenbogies. Dafür habe ich ja meine Overlords. Na, ich habe meine Nukleargeschütze. Allerdings sind die Raketenbogies jetzt auch nicht wirklich darauf ausgelegt, weit zu schießen. Ich glaube, die Tomahawk-Raketen einfach können weiterschießen, ne?
Denke ich auch. Weiß ich, kann ich aber nicht, ich sage aber auch nicht sagen, ob es wirklich so ist. Extra large. Das kann man auch falsch verstehen. Ja. Boah, Alter, ich glaube, das wird nach und nach ein richtiges Endlos-Gemetzel hier werden. Da steht gar nicht, was für ein Timer der hat. Ach, doch, 3 Minuten. Ernsthaft jetzt, da kann 2 von diesen GLA drum haben einfach meine Battle Master leer geschossen statt meine Overlords. Cool. Das kann man auch haben, meine Overlords scheinbar versehentlich die die Battle Master leer kaputt gefahren, weil sie einfach drüber gefahren sind. Okay, das wäre nicht gerade so nett. Ich will diese verfickten Helikopter hier. Alter, was jetzt hier langsam los ist, ne? Bei dir. Du hast da die ganze Zeit deine Nukleargeschütze, Mann. Die hab ich nicht. Ich find die voll geil. Ja, guck mal, du die ganze Zeit wolltest Nukleargeneral spielen, ne? Ja. Jetzt ist Gondel nicht da. Jetzt war deine Chance gewesen. Ich mach alles orange auf meiner Seite. Wäre zwar schöner, wenn die Nukleargeschütze mal weiter schießen könnten, aber naja. Kannst du mir auch welche vorbeibringen? So kurz. Oh, nee, das ist dann zu viel des Guten, das will ich nicht. Okay. Ist egal. Was ist zu viel des Guten? Wollte ich ja fragen, ob du mir Geschütze vorbeistellen kannst, aber ich denke, das ist nicht nötig. Strahlung for the win. Ernsthaft? Beide meine Overlords sind leer geschossen? Overlords leer geschossen? Ist Infiltrator oder was? Oh Mann. Muss ich jetzt ernsthaft Infanteristen noch bauen, die dann das töten, was zerstört wird? Ey, ich bin richtig froh, dass ich Dingskin bin. Sag Bescheid, wenn sie bei dir durchkommen, ne? Alter, Mann. Ist gerade was bei mir abgeht? Ja, vor deiner Tür, Alter, steht was. Ich brauche echt, glaube ich, eine Hilfe, weil diese, meine Overlords, die werden jetzt halt leer geballert. Oh nein, das sind diese verfickten Scud-Launcher. Hast du gerade Scud-Launcher gesagt? Ja. Ach, nicht im Ernst, oh Gott. Das sind genau diese Scheißteile. Hey, du hast bei mir hier einen Bulldozer stehen, Alter. Was machen wir jetzt gegen den Scud-Launcher? Hast du irgendwas gegen Raketen? Ich nicht. Doch, Gatling-Geschütze, die können die Raketen zerstören. Was? Echt jetzt? Ja. Die zerstören die Raketen, bevor sie runterkommen. Wir malen Gatling-Tower auf. Ja, Dings, mit Dings, mit Lasergeneral wäre das 1000-mal einfacher gewesen. Hast du keine Generalfähigkeiten, die, mit denen du das nicht zerstören kannst? Die habe ich jetzt erst wieder ready. War auf cooldown. Ich klopp jetzt hier Milliarden von Gatling-Geschütze hin, Alter. Das wird zwar auf Dauer nichts bringen, weil irgendwann sammeln sich die da, aber ich kann damit sehr viele vernichten am Anfang. Der hat meinen Bulldozer leer geschossen. Hinter der Front. Hinter der Front, da sollte ein Gatling Cannon aufbauen.
Jetzt kommt schon wieder diese scheiß verfickten Flugzeuge hier. Wo nix durchkommt. Hinten kommt schon wieder bei mir der Scud Launcher, wow. Ich hoffe gerade, ich hoffe gerade echt nicht, dass die, Dingenskirchen, dass es hier keinen Hinterhalt gibt. Ernsthaft? Ein Minigunner? Ach komm, komm, noch eine Mine, dann ist das kaputt. Nö. Fuck it. Die kommen bei mir langsam durch. Was? Ich hatte eine Fresse mit der Nukleargeschützen. Die Fresse mit der Nukleargeschützen. Hast nicht so viel Platz, hier Overlord zu bauen, ne? Ich hab nicht so viel Geld, um Overlord zu bauen. Ich baue die ganze Zeit Overlords, die leergeschossen werden von Drama irgendwas. Ich hab gerade nur 1300. Vor allem, wir haben ungefähr jetzt die Hälfte geschafft, ne? Ich glaube, 30 Minuten war es am Anfang. Ja, aber ganz ehrlich, Alter, mit Dings, ne? Mit Lasergeneral wäre die so kacken, einfach die Map. Weil die Lasertürme könnten alles übelst vernichten. Ja gut, da könntest du gegen die Raketen, könntest du einfach was bauen und alles, ne? Ja, die Lasertürme würden die Raketen sofort zerstören und dann würde sich der Bug auslösen, dass die Lasertürme alle doppelt so weit schießen können. Die könnten dann die ganzen Scud-Stellungen auch alle vernichten sofort. Brauchst du deine Bunker jetzt da hinten hin? Alter, ich verliere hier alles, was ich habe, so langsam. Mein Freund. Oh Gott, Alter, die haben so eine kleine Scheißreichweite. Mal gut, dass ich ECM-Panzer gebaut habe. Oh, da kommt ein guter Bombenteppich. Ja, schon benutzt du ein neues Scud Launcher. Oh Mann, ich sag, wartet lieber eine Sekunde. Scheiße, das wusste ich nicht. Alter, ich hab's gewusst, dass jetzt langsam... dass jetzt endlos Angriffe kommen langsam. Ich höre das Gewitzel, wäre voll geil hier. Whee! Ich habe zur Not immer noch eine Atomrakete. Alter, du hast eine Atomrakete. Wow, was hier hingeklatscht. Da unten. Ich hasse dich. Ich habe vergessen, meinen Hacker wieder zu reaktivieren, Kacke. Ich hab sogar nur 6 Hacker, weil mehr kann ich mir gar nicht leisten, weil ich durch ihn nachbauen muss. Das heißt, mit dem Nukleargeschütz ist aber echt Luxus, ne? Bisschen. Wow, das war meine einzigartige Chance gewesen, mit denen zu glänzen, dann brauch ich sie nicht. Mit denen zu glänzen! Sie baust einfach so 5 Stück und hast quasi alles schon gedefft. Ja, bis auf Raketenbuggies, aber dafür habe ich die ECM-Panzer, die das meiste ablocken. Ich habe auch nicht bei dir stehen, also gut. Minuten 53 Sekunden. Und die Basis steht. 10 Minuten 53 Sekunden. 3 Wettertaft und die Haare halten. Kannst du eigentlich mit dieser scheiß Gatling Tower und so, würden die glaube ich die Scud Launcher so töten. Ja, ja, klar. Hab ich einen Bulldozer bei dir in der Nähe? Nee. Nee, der wurde abgeschossen. Ach, ich hatte mal einen bei dir?
Du darfst es nicht draufgehen machen. Jetzt haben wir gerade drei Scud Launcher, die muss ich kurz mal wegschießen mit Artilleriebeschuss. Also du hast doch diesen Panzerabwurf, oder? Ja, habe ich. Du kannst ja noch zur Not einsetzen. Okay, da ich glaube, die haben es nicht so gut gebracht. Was hast du da noch? EP? Ne, Minen und... Ah, da ist der Bombenteppich, der kommt gut. Als ganz Launcher lebt immer noch. Ja, was? Ne, ist das tot. Ah, ne, da hinten, wow, der geht auf dich. Du hast ja, glaube ich, 5000 Gette, ja, die reichen ja. Die Raketen, die stören sowieso nicht, die kommen ja nicht mehr runter. Wir müssen wir das jetzt nicht, wahrscheinlich bei dir auch nicht. Mich regen gerade diese Raketenboogies von meiner Tür auf. Also, weil sie so am Rand so stehen, wo die nicht angeschossen werden. Jetzt schon. Neun Minuten! Ich glaube, du wirst die meisten Kills haben mit den Dingern da. Bisschen! Ich ahne nur trotzdem irgendwie was Schlimmes, das irgendwie noch passieren wird. Und das wäre? Keine Ahnung. Irgendwie eine Superwaffe, die auch ganz plötzlich auf uns knallt oder sowas. Das ist ja typisch für so eine Customer. Aber immerhin macht die Map Spaß dafür, dass es zu zweit ist, weil da massenhaft Gegner einfach kommen. Und die lecken nicht so krass, bis auf die Ich wünschte, du wärst ein bisschen mehr Platz zu bauen. Ach, das geht doch. Ja, ganz ehrlich. Mit Luft-Laser-General, Alter. Da wäre die Map zu einfach schon, ne? Eben zum Beispiel das. Im Laser-General hast du da oben ein paar Dinger und dann reicht das da. Alter, vielleicht noch hier Avengers oder wie auch immer die Teile heißen. Ja, ja, genau. Die würde auch die Raketen sofort zerstören von Raketenboogies auf in den Scud Launcher. Ja. Dann hättest du überhaupt noch Probleme. Ich finde schade, dass die Nuklear-Geschütze nicht rückwärts fahren können. Schade, dass die nicht wie ein Kontra manuell aufstellbar sind. Ja! Du generell einfach sagst, stell auf und greif alles in der Nähe an. Bei Kontra hätten sie auch eine doppelte große Reichweite noch. Also ich habe jetzt meine Atomrakete noch bereit, also falls irgendwie was Krasses kommen sollte. Bisher kann man die Scud Launcher noch mit den Generalsfähigkeiten wegbomben. EMP ist wieder gerade bereit. Sorry, ich wurde auf den Desktop geschmissen. War ein Antivirensystem. Ich bin wieder rein, so bin wieder dran. Ja, jetzt muss es. Meine Bunker sind fast im Arsch. Ich kann die irgendwie nicht reparieren. Kommst ja nicht durch, ne? Nee, meine Bulle hat Probleme, da hochzukommen. Was macht denn ein Bulldozer bei dir? Ach, der kommt gar nicht zurück. Oder? Ja, doch, ja. Ich glaube, diese Mini-Rucker kommen immer, wenn neue Truppen gespawnt werden, kann das? Ja, wenn neue Truppen kommen, hörst du das ja immer. Die macht dieses. Weil wenn die sich halt in Bewegung setzen, weil die kommen ja nicht alle gleichzeitig. Die kommen ja eher so nach. Ernsthaft, Alter. Guck mal, wie viele Scud Launcher da hinten sind. Bei dir? Ja. Aber gut, dass er so schnell bereit ist, dieser Bombenteppich. Ja. Ah, oh, mein Bunker ist kaputt, der erste. Luxus nenne ich das mal. Ich komme hauptsächlich auch nur. Ah, okay, jetzt weiß ich, warum die Map am Anfang hieß, frohes, ja. frohes toxische, Neujahr. Weil nur Truppen vom Toxic-General kommen, ne? Ja, genau. Voll die Dr. Tracks Map, Alter.
Ich habe übelst Kohle, ne? Ich kann es aber gerade nicht ausgeben, weil ich keinen Platz mehr habe. Also, ich spende mein Geld die ganze Zeit in Panzer rein. Ja, du hast ja genug Platz jetzt da in deinem Eingang. Ich kann zwar meine Atom-Upgrades nicht holen, weil ich keine Atomrakete habe, aber... Es spielt nichts in Sache. Jetzt habe ich gerade wieder Platz für meinen... Für meine schönen Minen. Boah, diese verfickten Schulbusse, die da voll beladen sind mit Dings, Alter, die sind krass. Ach, ich entgelte schon mit meinem Panzer jetzt hier, das kann doch nicht wahr sein. Kommt doch bestimmt weit. Kannst ja versuchen anzugreifen. Nein, mein zweiter Bunker ist kaputt. Wie könnt ihr es wagen? Es sind gerade also langsam nämlich so viele Skatstürme. Mach alles kaputt bei mir. Meine Panzer füllen. Los da bei dir? Ich habe engaged mit all meinen Panzern, aber leider kamen sie nicht mal ansatzweise so weit. Ich mir hätte erhofft. Kannst du dich Upgrades holen bei deinem Atomrakete? Ja, ich bin Nuklear-General. Deswegen, ja, du hast doch irgendwelche Nuklear-Nee, was kannst du da holen für deinen deine New Cannon? Ja, eine Neutronen. Achso, in der Tonne, ja, gut. Oh, der war gut. Ich bin stolz auf dich, danke schön. Ein paar getroffen. Ah, die Map ist echt einfach eigentlich. Man kann. Ja. Ich mach's jetzt anders. Alter, ich wünschte, ich könnte das so richtig bestätigen, aber leider bin ich hier der Panzergeneral und das Einzige, was ich habe, sind Panzer. Ich spam jetzt einfach mit 2 Milliarden von Soldaten rum, die ich vor meiner Basis hinstelle. Und dann sitzt einfach nur Tank. Weil meine Soldaten ist das Einzige, was hier noch durchkommt. Drei Minuten 30 noch. Gondel ist immer noch nicht da. Das ist aber inzwischen länger als, keine Ahnung, wie lange der braucht. Kann ja kommen, ist ja drin. Ja, was machen wir danach? Das ist eine gute Frage. Originalstunde 0 mit Bots? Glaubst du, Beate hat noch nicht Contra? Eigentlich schon, aber der meldet sich ja inzwischen auch nicht mehr. Meilenstunde 0 mit Bots. Dass ich das jemals wieder erleben werde, hätte ich niemals gedacht. Ja, vor allem der Luftwaffengeneral ist ja weiterhin dein Lieblingsgeneral da. Das ist ein schöner Bombenteppich, der jetzt gleich noch ein paar fickte Scud-Launcher da wegsammelt. Ja, ich kann mal einfach mit 3 Overlords da reinmachen und 2 Battle Tanks, vielleicht reicht das da irgendwas. Los, meine Knechte, geht alle nach vorne! Lenkt den Gegner ab und dann kommt ein Schleichangriff von dir. Schleichangriff. Bombenteppich. Alter, mich wundert, wie viel Schaden diese Dinger vom, die Infanteristen vom Säuregeneral an meinen Panzern machen. Ja, ja, das ist ja genau das, was Gondel und ich uns immer drum gestritten haben, welcher stärker ist. TT-General oder Säure. Die machen übelsten Schaden an meinen Overlords. Das heißt, natürlich, glaube ich, nur auf Masse. Ich glaube, also ansonsten sterben sie einfach, wenn ich ein Gatling-Geschütz drauf habe. Aber, oder wenn ich einfach mehr als 2 Overlords hätte die ganze Zeit, ich glaube, dann würden die auch am sterben. Was sagt denn dein Geld? Oder wenn die generell immer alles angreifen würden von selbst, von sich, was in die Nähe kommt, aber das tun sie ja auch nicht. Du musst ja alles anklicken.
Mein Geld sagt 1000, aber ich brauche die ganze Zeit Panzer, so wie ich es habe. Ich bin irgendwie neidisch, dass du mir auch mal was bauen kannst. Ich kann nur Soldaten bauen. Sobald ich anfange. Neidisch! Also, sobald ich anfange, hier irgendwelche fetten Nuklear- oder Overlords zu bauen, dann klappen sich die Nuklear-Geschütze zu, weil die dann da durch wollen. Ja, die wollen die anderen durchlassen. Ja, das sollen sie nicht, das wäre dumm. Aber die Soldaten hier rumzu, vor meine Basis zu schicken, ist übelst geil, Alter. Die Gegner ignorieren mich komplett, die sind nur noch auf meine Soldaten fixiert. Das freut mich. Vor allem die Raketenbuggies, die sind jetzt auch keine Artillerie mehr. Die wollen ja, die versuchen die Soldaten im Nahkampf anzugreifen, warum auch immer. Dann fahren die ständig nach vorne und dann werden sie sofort zerstört. Der übelste Trick ever, ey. Ich kann bei dir auch noch. Das Schöne ist, du aktivierst die Fähigkeit und du siehst sie direkt kommen von links. Die brauchen keine 5 Jahre, bis sie rauskommen, die kommen auch direkt. Ja! Das ist die Gute an den kleinen Karten. Als ob mein scheiß Flugzeug es nicht geschafft hätte, jetzt eine Mine abzuhalten. Weil das halt, weil das gerade Vanilla ist und nicht leckt, weißt du, deswegen kommen sie halt direkt auch. Yes. 25 Sekunden! Wohin? Auf meiner Basis? Ach, warte. Auf deine Basis. Ach, schade. Das sieht in Kontra viel epischer aus. Ja, wirklich schon. Das sieht aber, ganz ehrlich, das sieht so richtig arm aus einfach. Aber da kommt, glaube ich, nicht mehr so viel durch jetzt. Nö. You are victorious. Leute. Na gut, war ein kleiner Spaß. Das muss man echt den Map erstellen lassen. Aber echt, ja, du kannst es dir halt selber schwer machen. Du spielst Laser, hast du gewonnen. Du spielst es nicht, hast ein bisschen Problem. Ja, guck mal, deine getöteten Einheit und meine. Wow. Eine Einheit kreiert. Glückwunsch an Pink. Wahrscheinlich, welche Einheit war das denn? Wahrscheinlich ja. Der Bulldozer. Das stimmt, ne? Ja, das fehlt. Also, ach, Leute. Beenden wir die Aufnahme? Nö, das ist zu kurz, glaube ich. Ja, ich meine beenden und dann nachher dran schließen, die neue. Was? Oder willst du jetzt eine Stunde warten, bis die anderen da kommen und dann gar nichts mehr machen? Was ist denn jetzt Beate? Was ist denn mit Beate jetzt da los? Weiß ich nicht. Ja, weißt du, er könnte jetzt sogar noch mitmachen, damit er jetzt trainieren kann für Gondel. Jetzt ist er nicht da. Eben. Wie würde er jetzt eine funny Runde gegen Bots spielen? Trainieren, das würde helfen. Ja, zumindest kommt er dann weiter, als einen Waffenfabrik aufzubauen. Alter, ich füge ja meine eigene Musik ein, ne? Darum habe ich jetzt hier in dem Spiel keine Musik, Alter. Das ist gerade so tote Hose, wenn jemand spricht. Mach dir nichts draus. Ich bin gerade auf dem Desktop und deswegen ist hier gerade auch tote Hose, weil ich versuche, Beato und so reinzukriegen. Hier habe ich noch so eine uralte AOD, die schon richtig viele Jahre alt ist. Das waren noch die guten alten AOD-Zeiten ohne gescriptete Einheiten oder sowas. Die man allerdings auch zu viert locker schaffen kann. Das ist eigentlich eine 5er AOD, aber selbst zu viert schaffst du es. Hm. Mir sagen die Maps ja nichts mehr an. Defend the Beer. Verteidige das Bier. Das ist ein richtiger Assi-Map, Alter. Das Doofe ist halt nur, dass man leider nicht die USA-Map, die USA-Dinger auswählen kann. Das ist natürlich bescheiden. Welche USA-Dinger? Laser-General, Superwaffen-General, Air Force-General und USA. Ja, so, ja. Ist das in Contra auch so, dass es deswegen laggt? In Contra gibt's ja diese grünen Dinger gar nicht mehr. Haben sie entfernt? Achso. War gut. Soweit ich weiß, ja. Oder die sind da einfach nur so schwach gemacht, dass sie abgeschwächt wurden, damit es gar nicht mehr laggt. Das kann natürlich so sein.
Ja gut, die meisten haben ja eh nicht mehr solche Türme, die das bräuchten, aber ich glaube, der Laserwaffengeneral, der hätte, müsste die noch haben. Aber weiß ich nicht. Contra hat ja, da haben die Lasertürme ja einfach nur einen einzigen Schuss. Pium, das war's. Die haben keine Koordinaten mehr. Der vom Superwaffengeneral, der müsste eigentlich Koordinaten haben. Und der Air Force General hat natürlich auch noch Raketentürme. Ja. Ja, Raketentürme. Der Cyborg General hat auch Raketentürme. Also, Donald hat mir geschrieben, er ist gerade nur am. Ach, er ist nur am Skypen. Ja, toll, er kommt bei uns. Waited. Mein Gott, dann soll er seine Aldi hier reinfügen, Mensch. Also will ich glatt vorschlagen, dass du einfach kurz einen Schnitt machst, ne? Ja, warum? Ich weiß nicht, ich hab das Gefühl, als würde das noch ein bisschen dauern, bis sie kommen. Hat Beate jetzt, schreibt auch nichts mehr, oder was? Beate schreibt nichts und Gondel schreibt mir, wir sollen warten. Also heute läuft das echt richtig krass, Mann. Läuft. Ops defeated enemy. 15 Minuten spätestens kommt er. Spätestens. Oh ja, gut, was machen wir jetzt noch? Bam, 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 bam. Mobilation hier. Das sind voll die scheiß Spastengeneräle hier. Wien macht Bumm. Explosives to defeat. Wie, du nimmst Air Force Chargen? Nein, Quatsch, ich nehme Lasergeneral. Weil du so viel Schiss vor Luftwaffengeneral hast. Vielleicht. Ja, wollen wir ohne Verbündeten spielen? Ganz ehrlich, hättest du mir früher mal sagen sollen, dass der Infanteriegeneral so stark gegen Air Force ist, Mann. Ja, wobei, nee, der ist ja sowieso langweilig. Das weiß doch wohl jeder. Der Froh sieht es nicht, Mann. Hätte noch immer einen Kopf genommen, dann einfach Talisman-Bordel gespielt. Bam, 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 bam. Der Superwaffengeneral ist aber ohne Mods so langweilig, ne? Ja, der hat nix. Das ist so außer Aurora. Der hat gar nichts. Er hat Aurora-Bomber und hat seine, wie heißt das? Diese Neutronen-Raketenwerfer, nenne ich jetzt einfach mal. EMP-Raketenwerfer, genau. Heißen die. Und genau. Mehr kann der nicht. So viele Veränderungen, ne? Aber auch mehr als die Hälfte entfernt und dafür 200 Sachen hinzugefügt. Aurora-Bomber sind total OP, weswegen sie überall verboten waren. Genau, USA ist bei weitem 1000-mal besser. Hat zumindest die größte Auswahl an Panzern. Also, ich kann mir eigentlich schon vorstellen, was sich bei den Aurora-Bombern vorgestellt haben. Die, bei den USA kriegst du nur mal nicht so viel Geld. Das heißt, die Dinger, die teuer sind, die müssen auch was können. Sonst bist du am Arsch. Und ich hatte das Gefühl, als hätten die deswegen den Aurora-Bomber hinzugefügt. Damit du, weil alle anderen, China hat ja seine Atomrakete, hat Superwaffe. Was ziemlich stark ist im Vergleich zur Partikelkanone, zum Beispiel. Und IBG hat seinen Skatsturm, was sehr stark im Vergleich ist zur Partikelkanone. Und dann habe ich mir gut vorstellen, dass sie deswegen der Aurora-Bombe auch hinzugefügt haben, damit du die Superwaffen der anderen Länder vernichten kannst. Weil die sind ja nun mal eigentlich, finde ich, im Vergleich sehr viel stärker als die Partikelkanone. Willst du dich nicht mal woanders platzieren? Wo bist du denn? Ja, oben. Entweder in der anderen Ecke oder in der anderen Ecke. Bitteschön. Das sah für dich gerade so aus, als ob ich jetzt nach oben gehen würde, ne? Ja, deswegen war ich gerade. Achso, ja, war doch richtig. Gut. Gut. Deswegen, ich glaube, irgendwie die Aurora-Bomben sind einfach da, damit du die Superwaffen auch wegballern kannst von den anderen, weil die ja nun mal viel stärker sind, finde ich. Du kannst alles wegbomben, du brauchst ja nur 6 Stück und schon ist die Superwaffe down. Deswegen, ja, aber. Ich finde, die hätten auch die Aurora-Bombe dann so ein Limit packen können. Ja, genau, das fehlt. So, du kannst 8 Aurora-Bomber bauen, oder 4 oder so, und das reicht. Mehr kannst du nicht bauen. Ja.
Nein. Du kannst das, vor allem, das könnt ihr bei Contra auch so machen. Ja, bei Contra könnten das eben, das können sie auch machen.